Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Die Situation hier in Deutschland mit den ganzen Herstellern, dass sie nicht viel liefern können, oder die Situation in Paris. Ihr habt das bestimmt mitbekommen. Die nehmen das ganze Land auseinander. Wobei John Wick hat Paris auch wirklich misshandelt. Egal, falsches Thema. Jungs, Schmeißer. Es gibt keine neue Waffe. Erstmal in diesem Jahr. Schmeißer hat etwas angepasst oder verändert. Das zeigen wir euch jetzt mal. Anhand dieser Waffe. Das ist jetzt die falsche. Aber die Waffe kennt ihr noch. Das ist die AR-15 9 mm Luger mit dem sportlichen Handschutz in 10,5 Zoll. Das Video, was wir dazu mal gemacht haben, werden wir euch hier oben verlinken. Was wir euch zeigen möchten, wobei das lassen wir mal geöffnet. Dann seht ihr den direkten Unterschied. Die Waffe ist bis jetzt immer so gekommen. Die neuen Waffen, das wird aber noch dauern, wahrscheinlich bis August oder Oktober, nur für euch zur Information, bis die ganzen Waffen komplett umgestellt worden sind, auch bei der Firma Schmeißer. Die neuen Waffen werden alle so ausgeliefert. Jetzt nicht nur in der Farbe Schwarz, die Bronzefarbe wird es auch geben, aber es geht hier um diesen Schaft. Der ist hier, wo ist er hier verstellbar? Die zwei Knöpfe. Ihr habt diesen taktischen Schaft. Der sieht dann so aus, wenn wir den komplett draußen haben. Da geht Schmeißer jetzt komplett hin. Das ist einmal die Neuheit und was es noch gibt, ist diese Magazinverlängerung. Da hatten wir auch mal ein Video zugemacht. Dann sieht das 10-Schuss-Magazin so aus wie ein 20-Schuss-Magazin, obwohl es kein 20-Schuss-Magazin ist. Wir vergleichen das jetzt mal im direkten Vergleich. Welchen Schaft findet ihr denn besser? Den alten oder den neuen Schaft? Den Hinterschaft hier. Schreibt das doch mal einfach in die Kommentare, damit wir sehen, was ihr besser findet. Wir bieten auch die Schäfte einzeln an. Das werden wir euch auch unten in die Beschreibung verlinken. Den neuen Schaft werden wir auch einzeln anbieten, aber das wird noch dauern, bis sie kommen. Schmeißer hat tatsächlich selbst noch keine, um die Waffen komplett alle damit auszustatten. Deswegen dauert die Umsetzung noch ein paar Monate. Es gibt einige Modelle, das ist eins der ersten. Das ist auch nur das Modell, also 9 mm Lu, nee, Entschuldigung, das ist sogar Kaliber 223 mit dem sportlichen Handschutz aber und in 10,5 Zoll mit dem Schaft. Die Waffe haben wir schon mal lagernd. Die ist noch nicht online mit dem Schaft. Werden wir aber in den nächsten Tagen online setzen. Dann seht ihr die Waffe auch. Ja, mehr hat Schmeißer noch nicht. Sobald wir aber etwas Neues vom Hause Schmeißer oder Waffenschuhmacher haben, werden wir auch dazu ein neues Video machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bleibt dran. Tschüss, bis zum nächsten Mal.